wenn ich es blind verkasteln würde, würde ich nicht auf Zucchini tippen. Ist wirklich sehr lecker. Hallo und herzlich willkommen bei Mein Zaubertopf. Ich habe euch heute ein super tolles Rezept mitgebracht und zwar einen Zucchini-Aufstrich und ganz ohne Frischkäse. Für den Zucchini-Aufstrich brauchen wir 15 Gramm Pinienkerne, 50 Gramm Cashewkerne, eine Knoblauchzehe, 40 Gramm Olivenöl, eine mittelgroße Zucchini, ein Esslöffel getrocknete italienische Kräuter, ein Viertel Teelöffel Kurkuma, etwas Salz und Pfeffer. Das Rezept für diesen Zucchini-Aufstrich findet ihr übrigens bei uns auf dem Zaubertopf-Blog und den Link packen wir auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung. Zuerst röste ich jetzt einmal die Pinienkerne und die Cashews an. Das macht nochmal ein bisschen besseren Geschmack. Die Kerne röstet ihr übrigens einfach ohne Fett. Die gerösteten Pinien- und Cashewkerne kommen jetzt zusammen mit allen anderen Zutaten in einen Mixtopf. Dann wird das Ganze nochmal vorgemixt, mit dem Spatel nach unten geschoben und dann nochmal zu einer homogenen Masse verarbeitet. Ich schiebe das Ganze jetzt hier einmal mit dem Spatel nach unten und würze das nochmal mit einem Pfeffer. Das sieht übrigens schon mal richtig gut aus, auch die grüne Farbe, das zeige ich euch gleich. Und habt ihr schon mal Zucchini-Aufstrich gemacht? Also auch so ganz ohne Frischkäse? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und falls ihr es nicht gemacht habt, schreibt doch auch sonst einfach mal, was euer Lieblingstipp ist. Und das Ganze wird jetzt nochmal 10 Sekunden auf Stufe 5 vermengt. So, unser Dip ist schon fertig und ich bin ja total selbst begeistert, wie schnell das geht. Und der sieht auch wirklich sehr gut aus, guckt mal. Vor allem ist das auch wirklich mal ein Dip, den auch Veganer essen können, weil ja überhaupt gar keine tierischen Produkte da drin sind. Guckt mal, wie richtig schön cremig der ist. Ich habe mir jetzt nochmal hier eine Weißbrotscheibe organisiert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr den relativ zügig esst, weil der zieht sonst noch ein bisschen nach. Wenn ich es blind verkasteln würde, würde ich nicht auf Zucchini tippen. Ist wirklich sehr lecker. Der Zucchini-Aufstrich hat mich jetzt echt positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der so viel Geschmack hat. Und ich habe das gerade schon zu den Kameramännern gesagt, der würde auch ganz, ganz hervorragend zum Grillen passen oder zu gefüllten Champignons oder gefüllten Paprika. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, lasst uns auf jeden Fall euer Abo hier. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.